Moin Moin und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Talent Search. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es in die Welt von Hexen und zwar in das Archiv des Wächterbundes Band 6. Hier haben wir wieder ein schönes Hardcover, grünes Kunstleder mit dieser wunderbaren Goldoptik. Es ist besetzt mit, besser gesagt verziert mit, diesen wunderbaren Tokens. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, alles, was hier in diesem Band gezeigt wird, auch natürlich darzustellen, als Blip. Ja, und das Ganze ist ein Sammelband, das heißt, wir haben mehrere Autoren, in diesem Fall Mirko Bader, Jens Thome, Christopher Weule, Nina Schwenzel, Pia Kasper, Felicia Scharsich und Stefan Tannert. Wir haben 7 Kapitel und 2 Kurzgeschichten. Das erste Kapitel beginnt mit Wehrkatzen, bissige Verführer. Hier werden wir darüber informiert, was es für Arten von Wehrkatzen gibt, wie ihre Biologie ist, wo sie auftreten, wie so die Persönlichkeit einer Wehrkatze ist. Und wir bekommen einige Informationen dazu, wie sie in aller Welt auch auftauchen. Ich meine, denken wir an den Bastard-Kult in Ägypten, der wird hier näher beschrieben. Genauso halt auch, was passiert mit einer Wehrkatze in Indien? Haben wir denn einen Wehrtiger? Ja, wir haben auch großartiges Artwork. Ich sage nur dieses hier. Ist es schön? Ja, es ist schön. Ich mag diese Bilder. Nur, ich habe damit tatsächlich eine leichte Herausforderung. Es ist super geschrieben, mega toll. Aber ich glaube, es würde mir schwer fallen, eine Wehrkatze, die auch noch Stiefel, Schwert und Hut trägt, am Spieltisch nicht als den gestiefelten Kater darzustellen. Ich glaube, das wäre schwer und wäre ein... Ich glaube, es ist schwierig, den so zu spielen oder die so zu nutzen, dass es eben nicht den Slapstick abreißt. Coole Idee, gefällt mir in jedem Fall und Leute lieben Katzen. Ja, in Kapitel 2, in die Kunst des Duellkampfes, werden wir in die Geschichte des Duellwesens eingeführt. Uns wird erklärt, wie wir Duelle durchführen, welchen Zweck Duelle eigentlich haben und wie so ein Duell ablaufen kann, wie es mit der Rechtsbarkeit dabei aussieht. Und das Ganze wird abgeschlossen mit einer neuen Profession, nämlich dem Waffenmeister, welcher eine herrliche, welcher natürlich schöne Jägerkräfte hat, aber vor allem eine, die mir sehr gefällt, nämlich den Federhandschuh zu werfen. Ausgangslage ist, unser Waffenmeister ist gebunden mit einem Anführergegner und ein oder mehreren Bandengegnern. Dann kann er dem Anführergegner den Federhandschuh ins Gesicht schleudern, legt eine Probe auf Redekunst ab und erzielt er mindestens so viele Erfolge, wie die Anführerstufe des Anführergegners ist, werden alle an ihn derzeit gebundenen Bandengegner besiegt, weil der Anführergegner sie wegschickt. Ich finde das mega cool. Ja, in Kapitel 3 haben wir die Barockmusik des Teufels Melodien. Dort schauen wir uns einmal an, welche Musik zu dieser Zeit gespielt wird, wo man Musik rezipiert, wer die großen Namen in Sachen Musik sind und natürlich auch, welche Instrumente wir dort haben, welche Komponisten. All das wird hier näher erklärt, die Instrumente werden sogar nochmal näher aufdetailliert. Ich finde es wunderschön sowas. Und natürlich haben wir auch magische Instrumente, wie die Laute der Herrlichkeit oder die Teufelstrillersonate. Ich mag sowas. Dann haben wir noch einen Gegnertypus, welcher stark an Musik angelehnt ist. Und auch hier eine neue Profession, nämlich den Teufelsgeiger. Der Teufelsgeiger ist eine Profession, die darauf basiert, dass man Alchemist und Attentäter ist. Die beiden Rollen brauchen wir also vorher. Und haben dann also die teuflische Technik zum Beispiel. Damit, naja, geben wir einige Aktionspunkte aus und führen eine Probe auf Fingerfertigkeit durch. Die Erfolge, die wir damit machen, können wir entweder dafür nutzen, uns von Gegnern zu lösen oder Bandengegner umzudrehen. Und daraufhin werden sie dann zu Bandenfreunden der gleichen Stufe. Die kämpfen dann auf einmal für uns. Hat hier noch jemand diesen Typen aus Hameln irgendwo gesehen? Ja, dann haben wir das nächste Kapitel, der faule See von Potsdam. Ich halte das mal kurz mit länger in die Kamera. Dieses Bild ist doch herrlich, oder? Der Ritter, der dort aus dem Tümpel emporsteigt, hinter ihm dieser vielarmige Tentakelmonster im Hintergrund, die Schatten leicht vom Blutmond dargestellt.
Zucker. Hiermit haben wir ein Abenteuer bekommen. Dieses Abenteuer ist für Stufe 5 bis 8 empfohlen. Und wir haben halt einen leicht Cthulhu-esken Plot, welcher schön aufgebaut ist, sehr strukturiert ist und unsere Spieler sichtlich nicht nur kämpferisch fordert. Am Ende haben wir natürlich auch hier wieder ein gutes Set aus verschiedenen Monsterwerten. Schönes Abenteuer. Und es wird geschlossen mit einem Potsdam-Kapitel samt Karte. Das ist so eine Art kleine Regionalia Potsdam mit einer kurzen Information, was es da so gibt, wie die Stadtmauer aussieht, was es mit dem Militärwaisenhaus zu tun hat oder, naja, die Gewehrfabrik. All das schauen wir uns da was näher an. Ja, mit Kapitel 5 sind wir bei der Spur des Blutes, ebenfalls ein Abenteuer. Nehmt es mir übrigens nicht krumm, wenn ich wenig über die Plots der Abenteuer erzähle. Ich möchte ja niemanden großartig spoilern. Bei die Spur des Blutes haben wir ein Abenteuer für Jäger der Stufe 1 und 2. Haben dort ein ziemlich, ich will nicht sagen einfaches, aber geradliniges Abenteuer, was, wie ich denke, tatsächlich an einem lockeren Nachmittag ruhig durchspielbar ist. Ich finde, es ist eine schöne Idee. Es zeigt sehr gut die Kernthematiken von Hexen. Finde ich, ist eine feine Sache, um damit tatsächlich sogar mal anzufangen, wenn man Hexen spielen und spielleiten will. In Kapitel 6 gehen wir in Willy Blochs Reiseführer der Bergstraße. Das ist eine Art Regionalia, wenn man so möchte, in der wir einmal der Bergstraße folgen. Beginnen also in Darmstadt, dann geht es nach Bensheim, von da aus nach Weinheim und zum Schluss nach Heidelberg. Wobei wir dann in Heidelberg bleiben und danach eine kleine Regionalia für Heidelberg sich anschließt, wo wir ein bisschen mehr über Heidelberg erfahren, ein bisschen was über die Orte, ein bisschen was über die Mundart. Und auch über ein ganz besonderes Monster, was in der Nähe von Heidelberg auftaucht. Ja, in Kapitel 7, das ist das lodernde Leid, schönes Bild, haben wir ein weiteres Abenteuer mit offensichtlichem Feuerthema. Das Ganze geht für Jäger der Stufe 2 oder 3, das heißt, wir können das direkt an das andere Abenteuer direkt anschließen, wenn wir das so möchten. Und haben auch hier eine etwas mehr in die investigative Weise gehendes Abenteuer. Mit etwas weniger Kampf als in den vorherigen. Sehr schön gemacht, gefällt in jedem Fall. Und zu guter Letzt kommen noch zwei Kurzgeschichten. Einmal der Freundschaftsdienst von Pia Kasper. Und, wo ist das zweite? Sekunde, da. Wissenschaft und Wahrheit. Da sieht man es, glaube ich. Sehr schön. Von der lieben Nina Schwenzel. Schöne Kurzgeschichten. Es ist leider ja so, dass es scheinbar keine weiteren Romane mehr geben wird. Den Totenhunger habe ich absolut verschlungen. Großartiges Buch. So ist das sozusagen das, wie wir daran kommen. Ja, Archiv des Wächterbundes. Wem kann ich es empfehlen? Einem Spieler, der im Bereich Heidelberg seinen Charakter spielen möchte. Dann weiß er einiges um die Umgebung. Ich kann es jedem empfehlen. Einzig und allein, weil das Kapitel Wir Katzen so lustig geschrieben ist. Dann haben wir natürlich noch den Bereich des Duells, kann ich auch jedem empfehlen. Den Hexenmeistern kann ich natürlich die drei Abenteuer ans Herz legen. Und die Kurzgeschichten sind natürlich auch wieder etwas für jedermann. Und das Kapitel über die Musik ebenfalls für jeden wunderbar nutzbar. Also, das kann man sich ohne weiteres ins Regal stellen. Kann man durchaus gut durchlesen. Kommt man schnell durch, gut geschrieben. Macht Spaß und Freude. Ja, wenn euch dieses Video Freude gemacht hat, hinterlasst ein Däumchen, kommentiert das Ganze, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr Links, wo ihr das Büchlein erwerben könnt. Und natürlich, nicht zu vergessen, da ist auch der Link zu unserem Discord, wo ihr ein bisschen auch Rollenspiel spielen könnt manchmal. Und natürlich auch zu unserem Patreon an der Stelle. Damit könnt ihr uns unterstützen mit so einem Patreon. Ich bedanke mich an der Stelle einmal bei unseren aktuellen Patreons, die da sind Sinestre, Chris F., Jörg H., Martin H., Slingshot, Val, Eisdrache, Horst M., Alantia, Andreas B., Anita S., Bagaluten G., Elinia C., Igni, Mattes, Jakob S., Joko F., Kai Walker, Michael C., Ralf S., Sirion, Stefan H., Stefan Timmer, Stefan T., so rum, Steiner und Tarek. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei seid und unsere Sache unterstützt. Ebenfalls einen lieben Dank an die Kollegen von Ulysses Spiel, insbesondere Mirko Bader, für das Zusenden der Rezensionsexemplare. Vielen Dank, ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Schaut in die Archive des Wächterbundes rein und
schaltet auch am nächsten Donnerstag wieder ein, wenn es heißt, es geht in die dunkle Welt von Hexen. Ciao, ciao!